Seid gegrüßt zurück zu Expeditions Rome. Wir haben unsere Gruppe letztes Mal ausgerüstet. Bei Titus habe ich im Nachhinein noch Waffenset 2 eingefügt. In dem Schild hier gegeben mit der Fähigkeit hinkauern. Und einen Doru habe ich ihm gegeben. Der da scheint sogar noch besser zu sein. Ah, warte mal. Doch, der ist ja Gitter. Ja. Basisschaden ist höher. Kritischer Schaden auch höher. Schaden ist, glaube ich, gleich groß. Kritische Trefferchance bei dem jetzt hat. Was Fähigkeiten können. Bringt die Moral. Komm, holen wir den mal mit. Ist sowieso hauptsächlich mit seinem Schwert kämpfen, aber. So, diesmal sind wir gerüstet, hoffe ich. Müssen wir mal was dagegen. Ist auf jeden Fall richtig. Kennen die aus? So. Den Wähl ist. Du hast auf jeden Fall drin. Nur die Frage, ob du oder du drin warst. Rüstung 1, Rüstung 2. Ich glaube, der hat die bessere. Gut. Hoffen wir, dass das die richtige Gruppe ist. Wäre echt schön, wenn ich dort die Ausrüstung sehen könnte auch. Die eine Region werden wir auch wiederholen, aber zuerst muss die hier befriedet werden. So, warst du jetzt der Richtige? Ja. Auf den schönen Stab. So. Also. Du hast den Bogen mit den Zehen und unter. Bleibst hier oben. Du kommst hier erstmal. Da kann euch beiden erstmal nichts passieren. Und du kannst auch noch hier die Feinde gut angreifen. Weil du schön das Adlerauge hast, aber gut. So, dann kommst du vorne hin. Auch vorne hin. Und von dir und dann von dir. Da werden wir wegmachen und vor denen müssen wir uns erstmal in Acht nehmen. Vorsicht. Bist du verletzt? Du bist verletzt. Warum? Okay, wir starten. Jetzt ist er voll. Ich muss das jetzt nicht verstehen, oder? Nimm zuerst mal dich. Kannst dir. Aber 8 bis 10 Schaden. Das ist doch schon mal was. So, direkt mal 10 Schaden und gepiesert. Mit dem Schlag könntest du ihn dann erledigen. Und machen wir das am besten. Du kannst 14 Minuten Schaden machen. Eine Idee. Du erledigst jetzt den. Könnte der überleben? Komm. So.
Dann läufst du jetzt hier hin und wechselst auf den Speer und verpasst ihm einen, dass die Rüstung. So. Jetzt kommst du her. Du drei bis sieben. Dann hätte er. Moment. Dann hätte er mir immer noch zu. So, kriegst. Du musst dort in Reichweite kommen. Also muss der weg. Du könntest ihm hier mit 6 bis 8 Schaden zufügen. Dann nochmal 2. Machen wir 6 plus 2 ist 8. 8 plus 3 ist 11. Das reicht noch. So. Gut. Wir bringen den auf jeden Fall jetzt hin. Das muss ein bisschen flott. Niedriger Speerstart. Erniedrigender Hieb. So. Du kommst. Hier hin. Du müsstest ihn von hier aus treffen können. Dann ist auch seine Rüstung zerfetzt. Dann haben wir immer noch dich. Und gut, ich hätte doch zuerst mit dem anderen schießen sollen. Aber das ist auch egal. Dann schießt du jetzt so drauf. Blutet er. Gut, du kannst ihn jetzt nicht mehr treffen. Ist jetzt auch egal. Gehst sicherheitshalber hier hin. Blockst den Weg. Du gehst hier außen rum. Stellst dich am besten an. Weil, wenn die dort von dort oben runterkommen. Nein, dann gehst du. So, Schaden können wir ihm jetzt keinen mehr machen. Wir könnten da Bilum werfen. Dann wäre er weg. Aber er dürfte ihn sowieso keinen Schaden mehr wirklich anrichten. Also ist es egal. Ja. Folgt mir! Für jetzt den ist er sowieso erledigt. Stimmt. Unser Freund kann ja. Glaub mir, wir sind bestens darauf vorbereitet, sie hier zu bekämpfen. Angreifen. Kämpft für den Pharao! Kämpft für das Land! Die kennen wir ja auch schon. Für die habe ich jetzt eine Überraschung. Als erstes kommen hier Kräne. Kannst bis dort hinten hinschießen. Und die jetzt schon mal unter Beschuss. Nächste Runde kannst du direkt 2 erledigen. Den. Wir erledigen wir den am besten, ohne dass was dabei verloren geht. Du könntest dort oben den angreifen. Dann hätte der schon mal gepiept. So. Kommst du? Kannst gar nicht genug Schaden anrichten. Ah, vielleicht. Doch. Gut. Oh, das ist ein anderer, als ich das letzte Mal hatte, oder? Bin ich jetzt blöd? Der andere konnte doch seine kritische Trefferchance kurz erhöhen. Ja, tja, tja. So, wechselst mal Waffe und gut, der ist jetzt wenigstens auf jeden Fall erledigt. Du müsstest dann da durchrennen. Wenn ich. Okay.
Ja gut, dann kannst du aber auch Logistik machen. Dann kannst du bis hier hinlaufen. Und Niederschlag. So. Und du kannst jetzt hier noch Blutung hinzufügen. Du kannst dann immerhin noch hinrennen. Du kommst mal jetzt hier rüber. Ihr zwei könnt dann dort drüben die übernehmen. Besonders weil der hier kann ja noch durch die Schilde schießen. Dann kann ich den einen Runde erledigen, den zweiten von den Milizionären anschließen. Der erledigt den Milizionär. Und kommt, ich weiß, was getan werden muss. Kann gleichzeitig dem noch Schaden zufügen. So, die kommen nämlich alle jetzt nicht an. Okay, der kann wahrscheinlich auch jetzt eingreifen, ne? Aber er ist dafür jetzt hier unten. So. Kannst du den erledigen? Kannst du ihn auf jeden Fall erledigen. So. Damit ist das geklärt. Dann kommst du hierher. Verpasst ihn mal. Würde ich auch einfach niederschlagen. Stört uns dann erstmal auch nicht. Erledige ich aber auch. So. Jetzt kannst du. Müsstest du. Wieder um. Ah. Ein Zielentdeckung. Das sind. Das richtet nicht genug Schaden. Wenn das nicht genug Schaden. Mach erstmal das. So. Jetzt schießt du auf D. Jetzt holen wir dich. Du stößt nicht genug Schaden. Ja. Gut ist schon mal. Das ist auf jeden Fall gut. Dann benutzt du das Adlerauge. Und Blutungsstacks wird er sich auf jeden Fall noch holen. Das dürfte dem auf jeden Fall genug Schaden zu. Der kommt jetzt vielleicht ein bisschen weiter, der andere, aber das muss. Ja. Kommst du mal ein bisschen zurück. Wir sind dann bereit, jetzt uns auf dort oben nach dort oben vorzurücken. Wir sollten uns zusammenschließen und aufbrechen. So, du kriegst natürlich. Na? So, du willst jetzt auch noch runter. Da ist aber ein Schild. Dann, wie macht man das genau? Dich ein bisschen langsam hoch. Wen haben wir hier wo stehen? Wir haben die, hier war es sehr gefährlich. Wir haben noch mal einen von denen, die mag ich überhaupt nicht. Drei Schilde. So. Also erstes haben wir mal dich. Du erledigst den jetzt. Erledigst du natürlich nicht.
Aber du kommst jetzt tatsächlich hier runter. Kommst du jetzt hierher? Erledigst den. Und jetzt ein Stachel. Mach auf den. Wird jetzt wahrscheinlich von da oben der. Ja, das war natürlich nicht so wie geplant. Ich wollte sagen, er wird jetzt wahrscheinlich von den Blutungen geheilt. Aber das hat sich so erledigt. So, pass ihm eine. Und dann so. Und der hat noch zwei Blutungsstacks, das heißt, der ist erledigt. So, dann kommst du jetzt her. Dem verpasst du erstmal so einer. Ihr geht gleich zusammen hoch. Jetzt dort oben die runterlocken und um sicher zu gehen, dass dir nichts passiert, machst du jetzt erstmal den Schildball. Ihr bereitet euch dann vor, hier mitzukommen. Da werden wahrscheinlich jetzt Gegner kommen, ich kann mich daran erinnern. Das ist nicht stimmt. Könntest noch was tun. Aber denke ich in Ordnung. Ich will jetzt erstmal nichts. Ich werde schießen, sobald ich den Feind sehe. Ja, der kommt runter. Das ist doch. Oh. Autsch. Für Montura! Aber das ist gar nicht so schlecht. Euer letzter Kampf werden, Römer. Betet zu euren Göttern. Denn die schulen wir jetzt da weg, weil wir heilen dich erst. So. Könnte ich gar nicht heilen. Vergiss, was ich sagen will. Du hast ein Schild, also läufst du. Deinen zwei Lebenspunkten kannst du sowieso nicht machen. Den kannst du nicht. Kannst du zwei? Das ist nicht. So, verpassen. Noch eine, weil ich weiß es nicht. Immer noch auf den Beinen. Beeindruckend. Das war's damit. Wüsste ich gern. Nee, du kannst von dort nicht angreifen. Gut. Ist nicht schlimm, der fällt jetzt um. Aber es ist gut zu wissen. So. Den erschieße ich auch. Vorher. Komm hier aber noch ein paar. Gehen für sehen. Oder wir machen das anders. Näher kommen. Da unten ist ein Problem. Ich will, dass du den jetzt erledigst.
Ich habe dann zwar keine Schüsse mehr davon, aber X davon hat er voll. Ich habe hier noch Mannpfeile, gut. Ich habe auf jeden Fall noch Mannpfeile übrig. Das war's. So. Und du hast doch auch Rüstungsgriff jetzt. Oder siehst du noch nicht? Doch. Aber der hat dann immer noch. Da fetzt dann nicht die Rüstung. Ah, nee. Ah. Ich noch was tun. Ich glaube, ich kann da nichts mehr tun. Ich tue dich erstmal ein Stück noch zurück. Und dann geht's weiter. Ich decke diesen Bereich ab. Was? Für den Pharao. Ach, und da unten, der hatte geworfen. Jetzt weiß ich, wer geworfen hat. Meine Seele verlässt mich. Das ist nur zu schlimm. Oh, die kommt da runter. Das ist sogar so erledigt. Oh, das da ist aber ein Problem. Ist so gut wie erledigt. Der Gips, du jetzt den Rest. Ernsthaft? Minus 12 pro Rang. So, die hat minus, die hat 2 Ränge, also müsste erledigt sein. Ist theoretisch erledigt, aber. So. Du kommst hier erstmal nicht weg. Chapel. Deswegen ist es wichtig, dass die jetzt umfällt. Und die haben niemanden, der hier hoch können dürfte. Guck mal, dass ich das bewahrheite. So. Lass dich mal da hinten zurück und hierher. Dann haben wir hier 2 Leute. Es gibt noch mehr, wo das herkam. Bietet er schon. Gibt er noch davon was ab? Jetzt gehst du hier hin. Ich stecke Maximum. Oder ich treffe den noch an. So. Und der. Geblendet ist er. So. Der kann Gegenschlag machen, Gegenschlag kann er schon. So. Könntest hier hingehen. Und dann ihm einen Piep verwerfen. Hier hingehen und hoffen, dass wir hoffen. Sonst können wir dich irgendwie aufkriegen. So. Wenigstens ist die Rüstung von dem auch schon mal weg. Der liegt noch 2 Runden da. Wenn der sowieso noch 2 Runden da liegt. Können wir auch so zu den beide angucken.
Beeindruckend. Beides Schaden kriegen. So. Das du für eine erschöpft, verliere alle Ränge in Stärke. Kannst du beginnen, dass du das keine Schlussstärke. Ja gut, wir haben noch. Und auch noch. Zwei von den dreien sind erledigt, praktisch. Was getan werden muss. Weißt du das? Der hat alle seine Schildstärke. Ich werde diesen Ort um jeden Preis halten. Ich halte hier nicht mehr lange durch. Lasst mich. Habt ihr Ärger, mein Freund? Euch selbst. Was bist du für ein Idiot? Haben wir ein Problem. Irgendwie die Chance. Ja, da. Was ist das? Aufgehoben. Oh, Streiftreffer. Erledige den. Den jetzt erledigt. Läufst jetzt dort hoch durch. Läufst dafür, dass da niemand durchkommt. Können wir das Banner nächste Runde nehmen? Der da jetzt durchdreht. Ja, das hast du uns zusammenschließen und aufbrechen. Ja, und weiterlaufen. Ich glaube, ich sterbe. Braucht ihr Hilfe, Krieger? Wir kämpfen gemeinsam. So. Können wir noch irgendwas machen? Komm, verpasst ihr noch eine. Noch eine. Den kriegen wir nämlich noch unter Umständen erledigt. Und du gehst jetzt die Fahne holen. Okay. Jetzt ernsthaft? Warum sagen die mir das nicht gleich? Wohin muss ich denn? Muss nochmal zurück. In ganz. Dann komm, dann müssen wir jetzt etwas aggressiver fahren. Ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt hier endet, aber das tut es nicht. Verpasst die Beine, das waschen. So. Du bist wieder normal. Gut. So. Das dürfte mit dem gewesen sein. Die dürfen an dem nicht vorbeikommen. So, du hältst noch eine Runde aus. Rechne, du bist natürlich jetzt so schwer verletzt. Aber du stellst dich jetzt hier hin. Wir müssen dann an zwei Leuten vorbei. Oh.
Und du blockst sowieso den Weg. So. Für Montura, auf geht's! Mein Blick verdunkelt sich. Hältst jetzt schön die Klappe. So. Da ist der Feind. Halten wir ihn gemeinsam auf. Wir haben es geschafft. Gaius Arpinius Jarius ist kritisch verletzt. Aber... okay. Interessanter Speer. Geld, Geld, Käse, Geld, Wein. Das ist auch ein interessanter Bogen. Noch mehr Geld. Warum ist Bedrohung? Aber wir haben tatsächlich eine Menge Dinar bekommen. Das ist schon mal gut. Das reicht wenigstens aus. Asta, den können wir zerlegen. Da unten ist was. Der Kino oder was das ist. Kein Buch. Einfach nur. Da ist noch der was hat. Großer Beutel mit Nahrung. Gut. Ich glaube, dann haben wir es sogar. Boah. Also der Kampf war tatsächlich mal knackig. Angststab. Von mir aus. Und dann sagen, gehen wir. Moment. Bevor ich das vergesse, eine Sache will ich, bevor ich das nämlich nochmal vergesse, und zwar du bist ja verletzt, aber hier Fähigkeit aus. Gibt es hier keine Heilfähigkeit? Du hast eine, ne? Schmerzen. Aber das scheint... ach, diese Fähigkeit besitzt nur Sinn. Okay, das ist... dann kann ich dem aber auch zwei Waffen geben. Die zur Karte zurückkehren. Okay. Damit ist die Region befriedet. Wir können die eine Region wieder zurückerobern. Die ist auch schneller befriedet. Wir werden zuerst die andere Region zurückerobern. Hier die. Aber das werden wir in der nächsten Folge tun. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.